Was geht ab, Freunde der gepflegten Bodybuilding-Unterhaltung? Es gibt heute mal etwas ganz Besonderes auf meinem Kanal, nämlich ein Beintraining. Ja, ihr habt richtig gehört, auf diesem Kanal wird mal wieder Beine trainiert. Allerdings, keine Sorge, ich werde keine Beine trainieren. Ich habe mir dafür liebe Nadine an die Seite geholt. Hallo. Wie hast du gestern das Training überstanden? Ja, gut. Das war sehr knackig. Ja, wirklich. Ich hatte heute Morgen Physio. Also, das spüre ich noch ordentlich, aber... Wir waren alle schon fleißig. Ich war heute Morgen auch schon in der Physiotherapie, damit ich Nadine hier heute vernünftig durchs Training leiten kann. Ist alles wieder locker bei mir. Hat sich davor noch schön zwei Burger gegönnt, dass er aufgeladen ist. Ja, ist wichtig. Und ja, es wird heute ein Beinbeuger- und Gluteus-lastiges Beintraining. Nadine hat momentan zwei verschiedene Beintrainings in der Woche bzw. in ihrem Plan, in der Rotation. Heute Fokus auf Beinbeuger. Quads sind bei dir sowieso krass dominant. Also wenn an den Beinen noch irgendwas größer werden muss, dann der Beinbeuger. Gluteus ist auch riesig bei dir. Und da wir das nicht alles zusammen in ein Training kriegen, ohne dass Nadine kollabiert, haben wir das Ganze aufgeteilt. Und wir beginnen heute mal mit dem liegenden Beinbeuger. Da ich so oft hier schon Beine trainiert habe im Bunker, muss ich mich ein bisschen auf das Wort vom lieben Justin verlassen. Und er sagt, der rote Beinbeuger da hinten ist der beste. Dann gehen wir zum roten Beuger. Also das merkt man da draußen unten, das erste Drittel oder das erste Viertel der Bewegung ist vor allen Dingen aus der Wade. Ja. Und da, du hast brutale Waden, heißt, da holst du dann auch Kraft und Schwung raus und dann nimmst du Last vom Beuger weg. Deswegen oben zum Stehen kommen, damit wir oben kein Momentum mit benutzen und unten quasi auch einmal zum Stehen kommen am schwierigsten Punkt. Und dann lassen wir den Beuger schön arbeiten. Also Pause oben hast du schon wieder vergessen, ne? Auch beim Aufwärmen. Beim Aufwärmen sollte auch jede Wiederholung so aussehen wie nachher beim Arbeitssatz. Hörte das? Beim Aufwärmen sollte auch jede Übung so ausgeführt werden. Andere Griffe, ne? Du hast ja noch davor Griffe für. Weil ich so groß bin. Für die größeren Leute. Gut. Wichtig, gerade für die Leute, denen das gerne mal passiert, dass der Arsch hochkommt beim Beuger. Ja. Die halten sich nicht vernünftig fest. Sieht einfach aus wie so ein Sexvideo. Ich merk's. Ich habe einen Beuger. Halt dich mal an den Armgriffen fest. An den vorderen? Ja, so an denen, die weiter bei dir sind. Okay. Wir haben das Gerät ein bisschen verstellt. Wir machen einen Ticken schwerer. Ja, okay. Dass der Dicke hinten dran kommt. Ja, das war nicht so leicht ausgedrückt. Wow, das war Muskelversagen. Das war Muskelversagen, Freunde. Okay. Ein bisschen auslockern die Beine, ein bisschen bewegen. Ja. Und dann geht's mit dem Sitzen in meinen Beuger weiter. Fullstack ist normal durch die Matzen. Immer alles mit allen Wiederholungen und alle Übungen. Hm? Dann kann man wachsen. Ohne Pause. Ohne Pause, genau. Okay. So, Beine rein. Ich fühle mich wie in der Achterbahn. Europa-Park. Thank you.
zum Posten noch, weil ich schon aufgehört habe. Wo du deine Hände dran hattest. Oh, du hast gesagt 3 und es waren 4. Nee, es waren 2, ich hatte 10. Du hast die Tür aufgehört. Es waren auf jeden Fall alle. Es waren auf jeden Fall alle Flussbacken. So. Meine Knie hören sich irgendwie ungesund an. Die Leute sind auch geil. Deswegen hier beladen. Das haben die nicht begriffen. Ja, die haben das beladen. Ja. Das macht gar keinen Sinn. Hä? Die Leute, die das Ding vor dir benutzt haben, das macht gar keinen Sinn. Weil die haben 2 Gewichtsaufnahmen. Aber die liegen viel weiter höher. Also alles, was da drauf ist, ist im Endeffekt die Hälfte vom Gewicht. Echt? Wie unten. Also nur wenn ich jetzt die Scheiben umräumen würde, wäre schon doppelt so schwer. Oder? Ich weiß nicht, ob das wirklich die Hälfte ist. Aber es ist auf jeden Fall viel schwerer. Doch. Ja, ich glaube, es ist schwer. Ich finde, das wäre Max, meine Hebamme. So fühlt sich gerade an. Hat schon ein bisschen Geburt. Vorbereitungskurs. Weit hier. Ja, ein bisschen. Hallo, ich bin hier Ihr behandelnder Arzt. Aber wenn der Arzt im Kreis, der sagt noch 3. Dann macht noch 2 erzwungen. Oh nein! Komm, lass die Hände da, ich bin dabei. 3 Stück. Komm. Und schieben. Komm, raus. 2 Stück. Hände ans Gerät. Komm. Halt dich fest. Komm. Und schub. Knockout. Da habe ich dieses brasilianische Training-Vibes. Wo die Frauen weinen. Das war ein mentales Versagen. Schon, ja. Ich hab gesagt, die erste wird schwer. Also ich hab mit der ersten direkt keinen Bock mehr. Ja, ja. Ich schwöre, ich hatte echt danach keinen Bock mehr. Hättest du so gemacht? Ja. Hat es nicht wehgetan? Oder wäre am besten nicht? Nur beim Beugen, also, wenn es da drin war. Ich bin nicht rausgekommen. Ja, das ist das, was Max meint. Okay, wir haben hier unser Ziel haben wir erfüllt. Weiter geht's. So, normalerweise hätten wir jetzt Hip Thrust auf dem Plan. Problem Nummer 1, Nadine hat eine kaputte Lendenwirbelsäule. Dementsprechend können wir Hip Thrust leider nicht frei machen. Ist normalerweise kein Problem, weil es in jedem gut sortierten Studio eine Hip Thrust Maschine gibt. Hier auch, die ist leider verbogen. Das heißt, man trainiert hier einfach nur seine rechte Arschbacke. Dementsprechend machen wir die nächstbeste Alternative. Und beim Hip Thrust kommt im Endeffekt darauf an, dass wir den Gluteus in der voll kontrahierten Position maximal überlasten. Und das können wir mit Hyper Extensions auch machen. Dementsprechend machen wir jetzt Hyper Extensions. Yes. Okay. So, ein Aufwärmsatz hat Nadine schon gemacht. Ja. Ein bisschen Gewicht brauchen wir. Ja. Und schön kontrolliert, um halten. Ich denke mal, was brauchst du? 25 Kilo. Okay. Ja. Kleiner, die möchte bitte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Mit Rollstuhl. Gut sieht das aus. Die dicken Brötchen. Dein Martini-Glas.
2023. Asozial sein, ne? Oh, ich hab das Gefühl, ich muss spucken. Hier kommt so das Intro die ganze Zeit so. Das wäre mit dem Big Sun ERAs nicht passiert. Jetzt kommt der leichte Teil. Jetzt kommen noch ein paar Split Squats. Das ist quasi wie Kniebeugen, nur nicht so anstrengend. Ist ja nur ein Bein. Volle Range. Komm. Nicht aufgeben. Weiter, zwei Stück. Ganz hoch. Und komm, push. Du kriegst noch eine ganz kleine Pause. So, liebe Leute. Nachdem Nadine sich heute erfolgreich um alle schweren Sätze gedrückt hat. Natürlich. Nee, Quatsch. Nadine hat ordentlich Gas gegeben, aber ich bin ja nicht hier, um dir Zucker in den Arsch zu blasen. Nein. Da war schon der ein oder andere Satz. Wo mich zum Heulen gebracht hat. Ich wollte weinen. Da war der Kopf nicht an der richtigen Stelle und da wäre auch tatsächlich noch mal manchmal ein bisschen was gegangen. Nichtsdestotrotz, ja. Reingehauen. Ja. Abo dalassen, Glocke aktivieren, Nadine abonnieren, Kommentar dalassen, einkaufen bei, wo kann man dich unterstützen? Bei Olymp. Bei Nordsport. Habt ihr meine schönen Socken übrigens gesehen? Die gibt's bei Nordsport. Die ERAs im Geschmack Pfirsich-Eistee sind wirklich vorzüglich. Ja. Die von Big Sun schmecken aber noch besser. Mit Max 10 bei Big Sun einkaufen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal.